Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Expeditions, a Mudrunner Game. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. So, ich wollte einmal vielen Dank sagen für die ganzen zahlreichen Kommentare von euch. Viele haben mir einiges erklärt, das ist ja großartig, denn ihr braucht hier nicht zu glauben, dass ich hier der absolute Pro-Gamer bin. Viele von euch, die haben viel mehr auf dem Kasten. Und das respektiere ich auf höchsten Ebene. Auf höchster Ebene. So, ich würde einfach sagen, wir gehen nach Colorado. Mir wurde doch auch empfohlen, ich soll doch die deutsche Aussprache verwenden für die Namen. Mal gucken, machen wir doch einfach. Einer unserer Spediteure ist im Sumpf stecken geblieben, also müssen wir ausrücken und seinen Wagen bergen. Da es sich um einen schweren Truck handelt, brauchst du ein leistungsstarkes Fahrzeug, um ihn herauszuziehen und zum Außenposten zu bringen. Okay, dann nehmen wir das mal raus, machen wir das mal hier. Dann, also der International Loadstar 1700, der war eigentlich echt eine feine Sache, auch um solche Sachen zu machen, oder? Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir den Step nehmen. Ja, dann nehmen wir halt den Step. Wir nehmen den Step. Den fügen wir hinzu. Ich würde gerne einmal schauen, was wir hier mitnehmen. Es kam die Idee, dass ich, dass die Sachen, die wir hier kaufen, dass die irgendwo anders liegen. Dass wir die nicht jedes Mal eigentlich kaufen müssten. Es ist jetzt, ich habe nicht so das Gefühl, dass das gerade Geld jetzt irgendwie unser ganz großes Problem wäre, weswegen ich das jetzt einfach mal mitnehme. So, wir müssen, ich würde gerne Sprit mitnehmen und ich würde gerne auf der Pritsche Reparatur und Ersatzreifen mitnehmen. Weil ich nicht genau weiß, was wir alles brauchen. Ansonsten haben wir einmal anpassen. Hier hatten wir jetzt nicht das beste nicht den besten Motor. Siehst du? Das können wir mal machen. Standard, Schnellstufe. Na, das wäre jetzt gerade nicht das Richtige, glaube ich, Schnellstufe. Da bleiben wir lieber bei dem, beim Standard. Höherlegungsset. Rockcrawler. Oh, es ist so tief drinne. Und auch das, es sind viele Dinge, an die man sich noch gewöhnen muss. Gelände. Wir nehmen hier die Offroad-Reifen. Das verkaufen wir. Differentialsperre. Die nehmen wir mit, dann haben wir vielleicht dann noch ein bisschen, wurde mir auch gesagt, das heißt Watttiefe. Alles klar, haben wir eine bessere Watttiefe. Nee, da sehe ich gerade keinen Bedarf hier irgendwie. Den nehmen wir mit. Da konnten wir ein bisschen was verkaufen. Sonnenblende. Einfach, weil es schöner aussieht, ne? Der ist ein bisschen tiefer. Was haben wir auf dem Dach? Lassen wir so, wie es ist. Seitenträger. Nee. Auspuff. Lassen wir... Moment, wo ist denn jetzt die Pritsche hin? Ich hab die doch gar nicht... Ich hab die doch nicht weggetan. So, seht ihr, jetzt müssten wir das wieder kaufen. Und das ist doch nicht, eigentlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Chose. Da muss es irgendwie noch was anderes geben, was ich total übersehe. Ich ärgere mich nur,
Ich ärgere mich nur als solches, dass ich das so scheinbar nicht offensichtlich ist, wo und wie und was, wo ich das herbekomme. Weil ich hab's doch schon bezahlt gehabt, oder? Okay. Wir belassen es dabei. Wohin ich jetzt muss, weiß ich eigentlich auch nicht so richtig, oder? Das kann mir jetzt auch im Vorfeld nicht gesagt werden. Also, östlicher. Dann starten wir beim östlichen. Ich habe keine Ahnung, ob das sinnvoll ist. Fahre zum See. Ah, da ist er. Okay. Wir machen uns jetzt, da unten steht er. Wir machen uns jetzt nicht auf den Weg. Wir machen uns jetzt nicht auf den Weg, hier einmal querfeldein zu fahren. Sondern, wenn ich jetzt hier das richtig sehe, dann können wir hier lang fahren, hier lang, hier lang. Und dann kommen wir hier zu unserem Bergungsobjekt der Begierde. Also, super viele Kommentare von euch. Ich bin noch lange nicht durch mit allen, aber ich finde, es ist sehr gemischt. Also ein paar sind begeistert, ein paar sagen, oh, das, was ich gerade bei dir sehe, und ich hoffe, dass es jetzt nicht mein Fahrstil oder so etwas ist, der dazu geführt hat, sagen, oh nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich will so eine offene Map haben, eine offene Karte, mir fehlt das Delivern. Verstehe ich alles, kann ich alles sehr, sehr gut teilen. Ich bin, ne, also das hier zum Beispiel, das ist so. Das hätte bei SnowRunner wäre das keine Diskussion gewesen, ne? Das ist halt jetzt ein etwas anderer. Ich will es nicht Schwierigkeitsgrad nennen, weil ich das Gefühl habe, dass es nicht zwangsläufig schwieriger ist. Es ist anders. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Es ist ein anderes Erlebnis. Und das gilt es ja aber jetzt erstmal herauszufinden. Also ich werde definitiv. So, müssen wir einmal Differentialsperre reinmachen. Auch das hier hätte ich jetzt gesagt, das hätte es oder würde es in SnowRunner so nicht geben. Dass man da jetzt hängen bleibt. Warum? So richtig kann ich es nicht nachvollziehen, aber ich bin da vielleicht auch einfach so ein bisschen SnowRunner verseucht. Solche Sachen mit Reifendruck haben wir bis jetzt ja quasi noch gar nicht gemacht. Die eine Mission, wo wir den hätten quasi benutzen sollen, habe ich. Komm, wir können das ja mal gerade machen. Bestätigen. Wo wir das hätten machen sollen, habe ich geschickt. Bin ich das umgangen? Und deswegen ist das vielleicht gerade jetzt nicht so messbar. So, also ich nehme an, den müssen wir jetzt hier rausziehen. Verwende die Winde, um einen Truck aus dem Sumpf zu ziehen. Sobald die Winde gesichert ist, starte den Motor des Abschlepptrucks. Okay. So, damit er mich jetzt hier gleich mal in Ruhe machen lässt, weil ich möchte hier erstmal rausfahren. Ich möchte da erstmal hochfahren, bevor ich jetzt anfange, den hier rauszuziehen. Was natürlich lustig ist, dass ich mit demselben Fahrzeug
im selben Möttgen drinne bin, aber das andere Fahrzeug da nicht rauskommt. Na gut, okay. Reifen vielleicht? Noch andere Reifen? Also, da war's. Also, da werden wir viel mehr mit arbeiten müssen. Mit den ganzen Funktionen. Dann habe ich gelesen wieder, auch da vielen Dank, dass die Einlenkgeschwindigkeit eines Fahrzeugs immer individuell ist und unabhängig von der, von dem Eingabemedium, also jetzt hier auf Hinsicht, ob ich jetzt mit Tastatur oder sowas spiele. Das ist auch sehr gut zu wissen. Bei dem hier ist das fürchterlich langsam. Schalte den Motor mal aus. Okay, also das haben wir. Ja, es wird eine neue Herausforderung sein. Es kamen viele Kommentare, es sei realistischer. Da bin ich eben noch unschlüssig, ob das, was hier jetzt man mitbekommt, ob das wirklich, ob man das als realistischer betrachten könnte. Weil ist das jetzt wirklich so, dass der da vorne hängen bleibt? Seht ihr, was ich meine? Dass der... Ist das so? Ja? Bleibt da vorne dieses eine Rad wirklich hängen und mit aller Kraft, die dieses Tonnenfahrzeug aufbringen kann, wenn man das jetzt mal betrachten würde in der Realität, würde das nicht schaffen? Nein? Ist das so? Kann man das wirklich betrachten? Ich bin mir da nicht so sicher. Dann ist es irgendwie, ist das wieder nur so ein Spiel over time, wo man dann sagt, na, irgendwann hab ich's. Irgendwann ist das Teil halt einfach. Oh, ich will immer noch F drücken. Es ist Muscle Memory. Winde ziehen, drücken. Ah, nee, doch, geht gar nicht. Komme ich jetzt selber hier nicht mehr hoch? Ist das gerade das Problem? Nee, das... Ah, ich muss das Tab gar nicht halten. Ja, jetzt ist meine Herausforderung gerade. Linker Reifen will nicht über 30 cm Stein. 20 cm, mehr ist das nicht. So. Ich kann da jeden verstehen, der dann sagt,
Finde ich irgendwie komisch. Aber wie gesagt, ich habe ja auch schon gelesen, dass... Kann man ein bisschen locker lassen. So. Das ist eine coole Funktion, dass man das jetzt kann. Muss man nicht immer wieder abkoppeln, ein Stück vorfahren, wieder ankoppeln. Kann man einfach ein bisschen locker lassen. Braucht man natürlich noch für andere Funktionen, ist auch klar. Aha, ja, cool. Wir haben immer noch unsere Physik-Bugs. Schöne Sache, freut mich, dass wir sie nicht losgeworden sind. Na, hier ist jetzt irgendein Kaktus, der... der sich hier unten festgefressen hat, den man mit der Hand zerdrücken könnte, der aber dafür sorgt, dass ich da nicht langkomme. Guck mal, lenken. Long Mission. Und natürlich geht uns, der Spritverbrauch ist drastisch angepasst worden. Das ist auch, so viel steht fest. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier nicht hochkomme. Ich finde, der macht das aber auch ganz gemächlich, der Kollege. Also viel Geschwindigkeit will der nicht ansetzen. Es wurde nochmal geschrieben, in einem Kommentar ging es darum, dass ich eine Aussage getroffen habe, wäre ja cool, wenn sie dann hier die Funktion, die es hier gäbe, XY, auch in SnowRunner einsetzen würde. Und da kam dann das Kommentar, oder diesbezüglich kam dann ein Kommentar, warum sollten sie in ein Spiel, was 4 Jahre alt ist, weiterentwickeln? Also aktueller Stand, falls es jemand nicht mitbekommen hat, ist so. Es ist ja schon ein Year-4-Pass draußen mit wieder weiteren 4 DLCs. Nicht DLCs, Seasons. Aktuell ist ein weiterer DLC in der Pipeline. Der kommt jetzt demnächst raus. Und die beiden Spiele basieren immer noch auf der gleichen Engine. Es ist also sehr naheliegend. Aus der Softwareentwicklung kenne ich Folgendes. Wenn du so ein System hast, dann hast du einen Kern. Dieser Kern, der muss eigentlich immer überall gleich bleiben. Dann kannst du noch Variationen machen, Module schreiben, und die Module sind dann die Unterschiede von einem Spiel. Aber ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie die Kerne immer wieder auf dem gleichen Stand haben, weil Expeditions basiert ja oder profitiert, Moment, mal ein kleines bisschen hier mehr Abstand, und jetzt wollte ich mal gucken, ob ich mit einem anderen Gang hier weiter, besser, schneller durchkommen. Expeditions basiert ja auf SnowRunner. Das heißt, die haben irgendwas während der Entwicklung, haben die auch an dem Core was geändert. Und wenn sie das nicht zurückspielen, dann haben sie folgendes Problem. Wenn jetzt ein Bug auftritt, der bei beiden Spielen behoben werden muss, und auch nach 4 Jahren können noch Bugs auftreten, dann müssten sie das ja plötzlich zweimal machen. Das macht man nicht. Und deswegen hält man das so, dass man versucht, wenn du so eine Engine hast, dass du die überall gleich behältst und nicht anfängst, in dem Sinne, zwei unterschiedliche Sachen zu haben. Das muss natürlich nicht sein, dass sie jedes Feature, was es hier gibt, auch dort
dass es dann auch in SnowRunner jedes Feature gibt, was es hier gibt. Aber viele Sachen könnten da gleich sein. Also guck mal, das ist maximale Einschlaglenkgeschwindigkeit. Das ist ja mal fürchterlich. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich die Winde manchmal benutze, es geht nicht weiter, ich aber die Winde benutze, dass ich dadurch einen Vorteil habe. Das Gefühl habe ich, dass man dann nochmal kurz die Winde benutzen muss. Und dann flutscht es wieder. So, den haben wir jetzt hierher geschoben, dass... Ja. Damit haben wir das fertig. Nimm weniger als 200 Schaden, berge den Truck weniger als 2 Mal. Alles klar. Das haben wir gemacht. Das läuft. Meine lieben Freunde, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es bleibt spannend. Es wird nach wie vor so sein, 2 Folgen pro Tag. Und mal gucken, wie lange noch. Also, ich sage, macht's gut, mein Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao.